In diesem Video möchte ich mit Ihnen einmal konkret durchgehen, was es bedeutet, ein Java-Programm zu schreiben. Und als Beispiel nehmen wir ein ganz, ganz simples Programm. Wir möchten gerne die Quadratzahl berechnen. Also wir haben so beispielsweise geben wir die 3 ein und dann kommt das Quadrat die 9 raus. Das wird unser Java-Programm sein, was wir hineinfüttern in einen Compiler, einen Java-Compiler, das ist das Java-C-Programm. Der wird eine .class-Datei rauswerfen, also den Java-Bytecode, das ist eine Zwischenrepräsentation unseres Java-Programms, was die Java Virtual Machine, also das, wenn wir Java aufrufen, das ist also das, was die Java Virtual Machine interpretieren kann, den Java-Bytecode, nicht direkt das Java-Programm. Das wird also erst übersetzt in den Bytecode, die Java Virtual Machine führt den Bytecode aus und in aller Regel interagiert das Programm auch mit seiner Umwelt über das Betriebssystem, nimmt also Systemressourcen in Anspruch. Wir werden auch gleich sehen, dass wir System Out für Ausgaben über die Konsole und System In für Eingaben über die Konsole benutzen werden. Wir wollen also nur, dass das einfache Beispiel eine Quadratzahl berechnen. Hier sehen Sie die Methode, den Code dazu. Wir haben eine Methode, die heißt Square, die nimmt entgegen eine Ganzzahl, Integer, die wir Number nennen, und wird zurückgeben eine Ganzzahl. Und hier ist die Anweisung, die ist denkbar kurz. Wir geben nämlich zurück das Ergebnis der Berechnung von Number mal Number, also das Quadrat zurück. Warum das hier static heißt, lassen wir mal gerade offen. Ist gerade gar nicht so wichtig. Das ist eigentlich das Programm, an dem wir interessiert sind. Wenn wir ein normales Java-Programm schreiben, bleibt uns nichts anderes übrig, als eine gewisse Infrastruktur, um diese kleine Routine Square zu bauen. Das ist geschehen hier mit der Klasse Calculator und die muss immer einen Startpunkt haben, also unsere Klasse, die den Startpunkt unseres Java-Programms sein soll zur Ausführung, muss immer dieses Public Static Void Main haben mit diesem Strings da drin. Das ist jetzt auch gar nicht weiter wichtig von den Details. Hier sehen Sie in der nächsten Zeile 5, dass von den Systemressourcen die Eingabemöglichkeiten abgegriffen werden mit einer Variable, die hier Input heißt, vom Typ Scanner. Dann fragen wir auch über die Systemressource nach draußen, über die Konsole fragen wir, gib eine Zahl ein. Die wird dann hier eingelesen. Sie sehen Input, Next Int und das wird abgelegt in einer Zahl n. Und am Schluss geben wir aus über Systemressourcen the square of und dann die entsprechende Number ist so und so. Und hier wird die Methode aufrufen, square n. Das ist also die Infrastruktur, die notwendig ist, um überhaupt mit unserer Methode Square mal interagieren zu können, um irgendwie sie zu nutzen, eine Quadratzahl zu berechnen. Starten wir mal die Kommandozeile. Das geht übrigens direkt auch in Visual Studio Code, indem Sie die Steuerungstaste Shift und P drücken. Dann geht das hier auf. Bei mir ist das jetzt schon oben. Sie könnten dann auch integriertes Terminal umschalten, eintippern. Wenn ich das hier mache, Sie sehen, dann geht mein Terminal auf, wo ich jetzt die ganzen Kommandos eingeben kann. Wenn wir das dir abrufen, das Kommando aufrufen, dann sehen Sie, es gibt nur dort diese Datei, die Sie oben sehen. Die Datei ist übrigens unten in der Beschreibung zu diesem Video verlinkt, wenn Sie die also sich mal anschauen möchten. Starten wir also Java C, um den Compiler anzuwerfen. Dann geben wir hier dieses Programm an, Calculator Java. Und was passiert? Es ist diese .class-Datei jetzt da. Die sehen Sie hier. Und jetzt können wir die Ausführung starten. Jetzt starten wir die Java Virtual Machine und sagen einfach Calculator. Wir drücken Enter. Jetzt werden wir gefragt nach der Zahl, zum Beispiel 12. Und dann kommt the square of 12, ist 144. Wir haben also genau diesen Durchlauf gemacht, ne, erst kompiliert und dann das Kompilat ausgeführt. Um mal zu sehen, wie das ausschaut, dieses kompilierte, dieses Calculator-Class, das ist Bytecode, der für einen Menschen gar nicht lesbar ist, das ist also ein maschinenlesbares Format, aber dieses Java-P-Programm hilft mir, das wieder in ein etwas menschenfreundlicheres Format zu übersetzen. Ich mache das Fenster hier an der Stelle mal größer, dann können wir das besser sehen.
Da sehen wir, da stehen ganz merkwürdige Anweisungen. Wir erkennen aber oben angegeben, wir sind unsere Klasse Kalkulator. Und hier ist unser Public Static Void Main mit dem String. Und irgendwas Seltsames geht dort vor. Interessant ist aber für uns, da ist unsere statische Int, Square Methode Int, die gar nicht ganz so kompliziert ist. Das I von iLoad steht für Integer Load. Wir laden also irgendwas, eine Null, also eine so benannte Zelle, irgendwie einen Speicher oder irgendwas, der Null adressiert ist. Und machen das zweimal und dann multiplizieren wir und dann geben wir den Integer zurück. Das ist eigentlich das ganze Programm, um das es uns geht. Wir mussten aber diese Infrastruktur darum herum schreiben. Das brauchen Sie als Java-Programmiererin oder Programmierer in aller Regel gar nicht so im Blick zu haben, diesen Java-Bytecode. Ich wollte Ihnen das nur mal zeigen, der existiert also tatsächlich. Es gibt eine kleine Besonderheit, wenn wir mit Java arbeiten. Wenn unser gesamtes Programm in einer einzigen Datei ist, genauso wie das hier der Fall ist, ich lösche jetzt mal eben die Class-Datei, dann, Sie sehen, ist jetzt leer, dann ist es möglich, auch nur Java einzugeben und, sorry, vertippt, und es direkt auszuführen. Im Hintergrund passiert also genau das, was Sie schon eben auch gesehen haben. Da wird in der Tat kompiliert und dann die Java Virtual Machine ausgeführt. Wir sehen aber keine .class-Datei. Das wird für Sie im Hintergrund gemacht, irgendwo anders abgespeichert, was wir hier nicht sehen. Das gibt es erst seit ein paar neueren, in der jüngeren Java-Version, dass es diese Möglichkeit gibt, eine Einzeldatei sofort auszuführen und das Ergebnis zu betrachten oder mit dem Programm dann zu interagieren. Gehen wir nochmal zurück auf unsere Folie. Das ist also der übliche Durchlauf, wie wir ein Java-Programm nehmen, das übersetzen, ausführen und wir müssen mit den Systemressourcen interagieren. Die JShell, die erlaubt mir einen ganz anderen Umgang mit einem Java-Programm, weil der Witz daran ist, ich muss jetzt kein vollständiges Java-Programm mehr eingeben, sondern ich kann ein Java-Fragment, Programmfragment eingeben. Und die JShell, das ist das Ganze, was hier rot eingefärbt ist, nimmt diese Eingabe entgegen, macht im Hintergrund den Compile-Vorgang, wirft es an, erzeugt den Java-Bytecode, führt den dann aus über die Java Virtual Machine und die Ausgabe gibt mir dann das Ergebnis einer Auswertung zum Beispiel zurück. Wenn nötig, wird auch da mit Systemressourcen interagiert, aber ist gar nicht unbedingt erforderlich. Und dann kann ich mit dieser Ausgabe wieder irgendwas machen. Also ich sehe sie und dann kann ich sie auch weiter benutzen für das nächste Fragment. Schauen wir uns das mal an, wie das in unserem Fall jetzt hier wäre. Wir starten mal die JShell. Und eigentlich, Sie erinnern sich, interessiert uns an unserem Programm ja nur dieses Square. Also, wenn wir das als Programmfragment eingeben können und diese ganze Infrastruktur nicht benutzen müssen, dann tun wir das doch mal. Wir machen einfach int square. Ich lasse dieses static weg. Das führt jetzt zu weit, um Ihnen zu erklären, warum, weshalb, wieso. Ich kann das direkt in der JShell eingeben, wenn ich möchte. Ich kann es auch in eine Datei reinschreiben, nur diesen Programmcode hier und den dann reinladen. Das ist auch möglich. So, und jetzt haben wir die Methode square. Als Programmfragment übergeben, die existiert jetzt. Und jetzt können wir genau das machen, was auch hier passiert in unserem Ursprungsprogramm, dass wir Square aufrufen. Also machen wir das mal. Square von 3 ergibt das Ergebnis 9. Und wir haben also jetzt gar nicht mehr diese Interaktion über die Konsole gebraucht, wo wir gefragt werden, welche Zahlen. Nein, ich kann sofort mit diesem Programmfragment interagieren. Das ist der Grund, warum ich die JShell so mag. Wir können uns jetzt schrittweise ein Programm aufbauen, erschließen, damit rumexperimentieren. Und Sie sehen, dort ist die Rückgabe des Quadrierens angegeben, der Wert 9, und der wird automatisch einer Variablen zugewiesen, die $2 heißt. Wir könnten also jetzt mit diesem Ergebnis weiterarbeiten. Wir können also sagen, $2 zum Beispiel plus 3. Das heißt also 9 plus 3 und es ergibt 12. So ist es möglich, dass wir diese Schleife, die sich einstellt, also wir haben was eingegeben, es wird ausgeführt,
wir kriegen das angezeigt, bekommen die Möglichkeit, über die Variable, die angelegt wird, weiter damit zu arbeiten, können also das nächste Java-Fragment eingeben, was wir eben gemacht haben, $2 plus 3, ja, so war es, $2 plus 3, und das ergibt dann 12. Das heißt, wir laufen immer wieder diese Schleife, das ist diese Loop, die Lese, Auswerten, Print Loop, auf Englisch Read, Evaluate, Print Loop. Das wollte ich Ihnen an dieser Stelle gezeigt haben. Es ist selbstverständlich auch möglich in der JShell, dass wir das obige Programm laden. Machen wir das mal gerade, den Kalkulator. Jetzt passiert aber im Gegensatz zu vorhin überhaupt nichts, weil die JShell nimmt einfach Programmfragmente entgegen und macht nicht das, was das normale in Anführungszeichen Java macht, direkt zu starten bei dieser Public Static Void Main Methode, sondern das ist völlig neutral, es nimmt es nur entgegen. Wenn wir das dort so ausführen möchten, dann müssen wir das auch ausdrücklich aufrufen, also von der Klasse Kalkulator, die statische Methode Main, und die erwartet jetzt Argumente vom Typ String, und zwar mehrere. Da müssen wir jetzt mal gerade, wenn Sie das nicht wissen und nicht verstehen, müssen Sie das einfach mal so hinnehmen, was ich da gerade tippe. Und dann sehen Sie, ist es möglich, das Programm zu aktivieren. Jetzt habe ich also die Kalkulator-Main-Methode aufgerufen mit einem bestimmten Eingabewert von Strings. Jetzt wird wieder die Zahl gefragt. Sie sehen also, die Konsole zur Interaktion ist auch in der JShell verfügbar, die ist mit integriert. Aber ich bin danach in der JShell. Hier ist jetzt keine Rückgabe. Das hat damit zu tun, weil unsere Main-Methode ist void. Die sagt einfach, dass nichts kommt zurück. Darum kann ich das Ergebnis irgendwie nicht weiterverwerten. Das heißt, diese Art der Interaktion ist gar nicht praktisch, um mit dem Programm zu interagieren, um es mal schrittweise auszuprobieren. Was aber möglich wäre, wenn ich nur das Quer ausprobieren wollte. Ich könnte jetzt hier auch Square reintippern und nehme die 10 und dann bekommen wir die 100 zurück. Jetzt habe ich direkt nur diese Methode aufgerufen. Also das ist auch möglich. Aber worum es mir eigentlich ging, ist, dass Sie sehen, Sie müssen nicht mehr so vollständige Programme eingeben, sondern Sie können nur ein Teil, ein Programmfragment mit dem arbeiten und das dann weiterentwickeln oder explorieren, erkunden und sich so rantasten an die Java-Welt. Das, nochmal zurück auf das Video, das war diese Übersicht zur JShell und Ausgangspunkt war unser ganz normaler Prozess, Java-Programme kompilieren und ausführen. Alles Weitere, was Sie eventuell benötigen, finden Sie unten im Video in den Beschreibungen.